Da sind wir wieder. Wir sind die Sturmbringer. Ich bin beim falschen Videodreh gelandet, glaube ich. Ach nee, Storm Seeker hieß diese eine Metal-Band. Ich bin raus. Ich bin raus. Falscher Kanal. Keine Ahnung. Genau. Ja, wir haben neue Folgen, neue Heftchen. Also, du. Ich hab Heftchen. Du hast Heftchen gekriegt. Genau. Wir haben Heftchen gekriegt. Also erstmal Episode, also Heftchen 6 und 7 machen wir heute. Genau. 6 muss ich jetzt einfach das Ding in die Hand nehmen. Also, finde ich cool. Hat viel Plastik. Viel Plastik diesmal. Das sind ja hier die Hop-Grot-Schlitzer, genau. Deutsche Namen, ne? Aber Schlitzer finde ich gut. Ja. So, das ist halt schon wirklich cool. Das ist also keine Kampfgnome. Keine Kampfgnome. Ja. Finde ich auch die Anzahl cool. Also das, was ihr diesmal an Minis kriegt, macht Bock. Also, ja. Also das, da freue ich mich drauf, die irgendwann mal zu bemalen, wenn ich sie behalte. Die sehen auch witzig aus. Genau, das ist so. Also sie sind wieder für die Oryx, das sind quasi so die kleinen Pendants, ne, zu denen aus der zweiten Ausgabe, die man da hatte. Sind natürlich in-game dann nochmal ein bisschen schwächer, günstiger. Ne? Das ist auch eher was, was du so in einem 20er-Trupp zum Beispiel spielst, also dann mit 2x10. Also meinst so wie ich die 40er-Trupp-Zombies machen? Ja, sowas. Ne? Das ist halt jetzt nicht die Einheit, die alleine irgendeinen Gegner niederringt, das ist eher so tot durch Masse. Ja, aber die sehen cool aus. Also das muss ich tatsächlich sagen. Ja. Also wenn man sich die anguckt, ich weiß gar nicht, hier Bilder davon direkt abführt. Clever, aber brutal. Ja. Das ist so, ich stehe da auf dieses Sprech. Ich stehe einfach auf dieses orkische Sprech. K-L-E-V-A. Genau. Grottschlitzer, da sind sie. Ja. Genau. Das ist, also ich mag diesen Ork-Sprech, das ist immer wieder lustig. Das sind aber, glaube ich, auch etwas ältere Modelle, kann das sein? Nee, so alt sind die nicht. So alt sind die nicht. Weil die sind so unförmig. Die sind ja mit der Dominion-Box erst rausgekommen. Echt jetzt? Ja, okay. Da gab es die Fraktion, da wurde die ja quasi geschaffen. Und die als Unterfraktion der Oryx. Weil, finde ich halt cool. Ich bin natürlich eher der Gloomsbite-Fan insgesamt, weil die einfach putziger sind und garstiger. Aber die gehen schon fast in so eine Richtung. Genau, also, richtig. Das passt schon ganz gut. Also finde ich schon cool. Ja. Also, ne, da hast halt dann da, was ist ein 10er-Trupp? Ja, 10er-Trupp mit drin. Perfekt. Sieht gut aus. Macht sicherlich Spaß zum Malen. Ist es auch gar nicht so schlimm, dass man diese sogenannten Easy-to-Build hat, also die quasi hier fertig sind, die man theoretisch sogar fast nur stecken kann, weil der Trupp auch keine großen Waffenoptionen hat. Ja. Na, also es hat jetzt gar keinen Mehrwert, die Originalbox zu holen, weil man quasi auf die gleichen Optionen kommt. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit beim Stellen, ne, oder beim Zusammenbau. Gut, aber es sind jetzt auch nicht so viele. Also ich nehme mir das Gegenbeispiel, die Zombie-Stat-GW ist echt übertrieben. Das sind alles Charaktermodelle. Ja, die sind fast designed. Ja. So, da wirst du blöd beim Band bemalen. Ja, du kannst aus jedem Golden Demon-Kandidat machen. Ja, genau. Oder ein Diorama. So, also alles war kaputt. Genau. Bauanleitung. Klassisch. Klar, sind aber hier ein paar Seiten tatsächlich diesmal. Weil jedes Modell. Und dann wieder die Bemalanleitung. Also da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Das ist aber, weil es das Gleiche ist. Also es bleibt auch Schema F. Bloß, also die haben aber, andersrum finde ich gut, die haben ein Schema F. Das heißt, du hast, was du kannst dich einmal dran gewöhnen, kannst komplett von vorne ein bisschen durchziehen. Was jetzt neu dazu kommt, das als einziges ist tatsächlich der Fernkampf. Ja. Das heißt, das erste Mal haben wir Fernkampfeinheiten mit dabei. Das heißt, jetzt wird Fernkampfphase erklärt. Die kommt halt jetzt neu dazu. Das ist auch ein guter Einstieg, dass du eine Einheit, dass du das jetzt nicht nur theoretisch machst, sondern dass du es dann bringst, wenn du eine Einheit bringst, die das kann. Genau. Dass man es direkt umsetzen kann. Das macht ja auch sonst wenig Sinn eigentlich. Ne? Aber ja, wir kennen ja, solche Dinge passieren schon mal häufiger. Ich wollte sagen, ne? Genug andersrum erlebt. Richtig. Und ich sag mal, so eine kleine Fernkampfeinheit ist auch immer geil. Ja. Also, weil einfach, die einfach nervt. Genau, genau, die nervt. Da willst du irgendwas Großes, Schweres draufwerfen, wie so ein Ogre. Oder ja, die kann halt immer ein bisschen Schaden vielleicht auszahlen. Ja, ne? Genau. Hast du klassisch wieder Truppenschriftrollen. So. Ja. Aber das war es dann tatsächlich auch schon, damit ist die Zeitschrift zu Ende. Ja. Das heißt, du hast jetzt halt die beiden Züge nochmal drin. Also das, also von der, also Inhalt ist es wenig, aber wichtiger Inhalt wegen dem Fernkampf. Also das heißt, also ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, Fernkampf zu machen. Modelle sind geil. Also einfach mal, um es wirklich kurz und knapp zu machen. Die Modelle sind cool, finde ich. Du hast die Bauanleitung und so, alles klar. Hast ein bisschen Lore, ne? Clever, aber brutal. Ich tief total drauf. Ja. Das ist so mein Ding. Und nochmal im Vergleich zur Ausgabe 5 davor, wo dieses eine Stormcast-Modell war, wo auch der Fokus auf diesem Modell lag, ne? Wo wir gesagt haben, in der letzten Ausgabe, das war jetzt irgendwie echt schmal, finde ich, ist das hier wieder gelungen.
Ist zwar allerdings auch nur, weil dadurch das Element Fernkampf nochmal sinnvoll mit integriert wird. Genau. Wenn es jetzt auch nur um die Modelle gegangen wäre, wie ich die baue, wie ich die bemale, wäre es auch ein bisschen flach gewesen. Ja, aber der Fernkampf auf, macht es wieder... Der Fernkampf holt es raus und wir hätten natürlich einen ganzen Trupp und nicht nur einen Einheitenanführer. Ja. Wobei, ehrlicherweise, der, ich sag mal, ne, Thema Wiederkauf, wahrscheinlich hätte man die alleine, wenn man jetzt nur die Püppchen haben möchte, auch für 11 Euro irgendwo so gekriegt am Zweitmarkt. Ja. Ne, weil die jetzt auch nicht so beliebt waren, die so ein typisches Wiederverkaufsding sind über diverse Starterboxen und Co. Aber wie gesagt, zum Start wieder super durch die Fernkampfphase. Also das wäre für mich wieder ein Paket. Ja. Das ist kein riesen Ersparnis, aber das ist einfach ein stimmiges Paket. Ja, die würde ich auch genauso sehen. Ne? Weil du hast einfach einen neuen Regelteil mit dabei, du hast eine Einheit mit dabei, die das auch umsetzen kann. Cool, passt. Super Ausgabe. Also so einfach, rund halt. Ne? Ja. Also jetzt weder besonders mega gut, noch besonders schlecht. Ja. Einfach, das ist eine runde Ausgabe. Passt. So, das ist stimmig. Mich dünkt ein bisschen wie beim letzten Video, wir haben eins, das gut ist und eins, Nummer zwei. Also wir haben jetzt hier richtig hochwertig, ich fand das so lustig, diese Verpackung. Also wir kriegen tatsächlich nicht nur diese beiden Farben. Wir haben auch noch so ein Maßbändchen mit Zolleinheiten. Wahnsinn. Das ist, ich meine, es ist ganz cool, wenn du noch kein Maßband hast, also wenn du nicht weißt, wie Zoll funktionieren. Ja. Ist ja nett, kannst du hinlegen, aber ich finde die immer sehr umständlich, weil die nie passen. Weil du kriegst die nie zwischen deine Einheiten oder so. Genau. Aber es ist ein Hassel schon mal. Das heißt, ich hoffe jetzt, es müssten ja natürlich hier vernünftige Bewegungsregeln drin sein. Ja, gucken wir mal. Also das ist, ne, nochmal zum Vergleich. Wir haben jetzt hier das Plastikmaßband, das ist Mumpitz, ne? Also das ist wahrscheinlich keine 5 Cent wert. Und zwei Farben, ganz normale Farben. Ne? Und wir hatten ja beim letzten Mal schon einen Spoiler drauf geworfen, wo wir gesagt haben, also zwei Farben, jetzt sind wir wirklich mal bei so einer finanziellen Geschichte, kosten, glaube ich, 7,20 Euro. Ja. Das Maßband kostet nichts. Ja, das ist in diversen Boxen zweifach, dreifach drin. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon weggeschmissen habe, ehrlich. Ja, das heißt, 7,20 Euro und weil ich einen guten Tag habe, noch 5 Cent für die Tüte. Ja, ja, das ist halt echt so ein Ding. Die Tüte ist das zweitwertigste nach der Farbe. Ja. Mit der Tüte kann ich mehr anfangen als mit dem Maßband. Ja, die Tüte ist gut. Also kann ich Beutel geil. Für den Hund oder so? Geil, dass wir da die Dinger mit drin haben. So. Also rein finanziell ist das schon mal jetzt kein Bringer. Nein. Das heißt, jetzt müsste der Inhalt so kicken, dass er 3,50 Euro quasi rausholt. Ja, fast. Noch, ja, doch 3,50 würde ich ihm wahrscheinlich sogar geben. Also 3,50 meine ich vollkommen ernst. Ja? Ne? Okay, dann bin ich jetzt gespannt, genau, was da alles drin steckt. Also das hat nochmal die Reichsferne erklärt, das ist nochmal schick. Also das Gleiche, was auch da drin ist. Ne? Genau, das auch da drin ist. Ne? Also wird dann nochmal erkanntes Grenzland. Kriegst nochmal die Bemalanleitung jetzt. Jetzt mit den neu gewonnenen Farben. Genau. Super. Ne, hast halt da eine nochmal drin. Das ist nett. Das Einzige, was nett ist, dass nochmal dann zu den alten Modellen die Referenz gezogen wird und so sagt, guck mal, das hast du schon so und so bemalt. Jetzt kannst mit den Farben kannst du das noch ergänzen. Genau. Das fand ich halt gut. Okay. Ne? Das heißt, du hast halt für Grundfarben, jetzt kannst du noch zwei Grundfarben mehr auftragen. Ja. Das machen sie auch hier. Ne? Dann sollst du hier deine Blitze drauf malen, dann sollst du hier noch ein Freehand machen. Du sollst ein Freehand malen? Ja, guck mal. Natürlich, Corax White, die machen hier oben Blitze drauf. Machst du die ersten deine ersten Freehands? Ja. So teilweise, warum ne? Warum nicht? Gefühlt, ne? Also, wer kann, der kann, ne? Also die Blitze nicht, aber ich meine, oder sind die auf den Schultern drauf gepresst, die Blitze? Das weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht. Nein, es sieht so aus, wenn die oben drauf gibt, ist keine Freehands. Okay. Das wäre natürlich echt geil. Ne? Aber dann hast du halt jetzt schon mal, langsam merkst du dann auch, deine Einheiten werden schöner. Ja. Das finde ich gut. Ne? Also das ist auch hier von der Bemalanleitung dann geil. Habe ich am Anfang nicht mit gerechnet. Ich dachte jetzt, die lassen die da in ein paar Farben, aber das heißt, die ziehen dann nach. Jetzt kommt das neue Kapitel und deswegen bin ich bei den 3,50, nämlich Messen und Bewegen. Finde ich schon okay. Das heißt, jetzt gehst du weg von den Ringen. Deswegen haben sie das Lineal natürlich auch mit beigelegt. Ja. Jetzt kannst du anfangen, welche sind die 3 Zoll. Jetzt kommen so ganz langsam die Bewegungsmechaniken nochmal mit rein. Formationen, genau, Hallen, Modelle bewegen. Das ist so, finde ich auch jetzt den richtigen Zeitpunkt. Ja. Da hast du jetzt genug Einheiten. Ja. Ne? Kannst ja auch muss ja auch mal in Formation bewegen. Angriffsphase, also das finde ich eh, ich hasse die Wortgebung IGB, weil ich immer durcheinander komme. Das ist eine Angriffsphase, Nahkampfphase, Attackenphase. So, weil die hätten einfach den Charge lassen sollen. Oder Sturmphase, keine Ahnung. Ne? Ja. Wenn du einen Sturmangriff machst. Das haben die in allen ihren Spielen meiner Meinung nach in der Übersetzung echt verkackt. Wenn du das einmal weißt, wenn du es einmal weißt, dass sie das immer so scheiße übersetzen,
Aber da bin ich halt tatsächlich, dann kannst du besser sagen, Chargephase. Jeder, den ich mit dem ist gespielt habe, wird häufig. Chargephase. Ja, ja. Weil Angriffsphase ist ja. Kacke. Also ist halt so. So. Aber das heißt, du kannst jetzt chargen. Ja, und dann haben sie halt nochmal die Waffenreichweiten, werden jetzt nochmal erklärt. Das finde ich halt tatsächlich ziemlich geil. Ja, ist jetzt nochmal so ein Deep Dive auf Distanzen, ne? Ja, genau. Okay. Dass du halt wirklich nochmal reingucken kannst, wie sieht das aus mit den Abständen, die du hast. Ab wann kannst du dann angreifen? Stehen Leute vor dir, nicht vor dir und solche Sachen. Also das ist erstmal, du musst es halt aufnehmen. Deswegen 3,50 wegen dem Regelteil. Weil ich das gut finde. Du bist aber echt generös. Okay, 1,50. Nein, aber das ist halt so bei mir hier der Punkt, wo ich sage so, jetzt kommt es so langsam, ja. Dass es AOS wird. Wir haben zwar hinten nochmal die Bewegungsphase mit den Kringeln drin, aber jetzt machen sie Bewegung mit Zoll plus Angriffsphasen. Ja, jetzt gehst du aus den Kringeln raus, genau. Mit einer, ich sag mal, geregelten Bewegung. Hm? Ja, also das heißt jetzt so langsam... Einer wird wirklich unterschiedliche Bewegungswerte haben. Ja. Was ja auch in-game dann so ist. Na, ja. Das ist halt wirklich so das, wo ich sage, okay, das ist die Aufgabe, jetzt die da den Schlüssel zu bietet. Ja. Also regeltechnisch gut, das Ding da. Also ist das Heft eigentlich inhaltlich besser als das ja. Gimmick? Ja, sich auf jeden Fall. Also sehe ich persönlich tatsächlich so. Also so, weil ich dann sage so, ja, das ist so, ich will nicht sagen Müll, aber es ist halt... Also das ist mir ein bisschen zu flach. Das ist, also vor allem im Vergleich, zwei Ausgaben davor gab es 4 Farben und Pinsel. Also wenn ja. Du jetzt hier dann jetzt 3 Farben, dann wäre es immer noch gut finanziell ja. Grenzwertig, ja. Ja, aber es wäre schon mal so die richtige Richtung. Genau. Oder halt einen, ich weiß nicht, ob hinterher noch mal ein Ölkonz und Nullenöl oder sowas dabei packen. Ja, aber das wäre ja sogar noch teurer, ne? Wenn du einen Shade genau. Mit ja, reinbringen würdest. So, das wäre tatsächlich jetzt für die Aufgabe auch relativ gut, weil das deine Grundfarben mal halt drauf, ja. Dann kannst du noch ein bisschen shaden, dann hast du echt eine Armee, die sieht nach ein bisschen was aus. Ja. So, aber das haben sie verkackt hier, finde ich. Also das ist so, nee. Also wenn ich die einzeln kaufen will, würde ich das darauf verzichten, ja. Vollkommen. Also nicht Regelteil, ja. Den finde ich gut. Ja. Den finde ich auch das, gut erklärt. Ja, das ist gut gemacht. Kleinschrittig. Aber ja. Also Preis-Leistung stimmt genau. Halt nicht. Also Ausgabe 7 ist nach Ausgabe 5 war das, glaube ich, die zweite für mich, die ja, ja ihre 10,99 ja, nicht wert. Rein materiell nicht wert ist. Ja, genau. Aber die nächsten beiden Ausgaben finde ich spannend. Die sind wiederum cool, ja. Ja, also erstens kriegst du noch einen Pinsel. Also ich zeig's jetzt mal einfach rein. Kriegst ja dieses Charaktermodell. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Bin First aber Imperator. Ach, steht sogar drüber. Guck mal, wer lesen kann. Also ich hoffe, dafür bin ich lesen. Hier. Genau. Er ist sein Job. Ne? Ja. Ich bin nur der komische Dinge erzählt. Finde ich cool. Mit ja. Nachnamen Griffhound. Ja. Ja, das ist ja auch ein Charaktermodell, was man spielen kann. So. Ja. Also da noch ein Pinsel dazu, finde ich, ist ein cooles Goodie. Den hätten sie einfach da reinwerfen sollen. Ja. Ernsthaft. Ja. So. Weil das passt auch besser, wenn man nämlich das zweite anguckt. Also es sind beides, in den nächsten beiden Ausgaben sind beides Charaktermodelle, jeweils für die jeweiligen Fraktionen, ja. Die einen, wie soll ich sagen, einen kleinen treuen Begleiter dabei haben. Ja, der hat einen Sidekick einfach dabei. Sidekick, ne? Ja. Genau. Deswegen ist der Pinsel, das ist eigentlich schon fast unfair. Da hättest du den wirklich da reinpacken können. Ja, fertig. Und du hättest bei beiden einfach ein HQ gehabt, also ein Charaktermodell mit Sidekick. Finde ich geil. Voll gut. Also das finde ich tatsächlich etwas, das ist so eine Ausgaben, auf die ich dann sage, ja. Okay, da kann man sich drauf freuen. Ja. Definitiv. 8 und 9 wird wieder super. Ja, also ich freue mich tatsächlich auch hier vor allem auf den Sumpfrufer-Schamane, weil der sieht ja. So schön der sieht durchaus. Fluffig aus. Ja, der macht Bock. Also mir persönlich. Also ich bin auch eh so ein bisschen... Also sumpfig. Je kruder, desto besser. Aber so die Stormcast sind für mich immer so ein bisschen so... Ja, ja. Meine potenzielle Testminis. Aber ja, Feindbild trifft es tatsächlich. Also, aber finde ich gut. Also ich finde das geliebter sehr schön, Feind, dass ich so ein gutes Feindbild habe. Ja. Ja, bei den anderen. Strahlendes. Meistens, ich glaube, Stormcast ist echt mein... Also mein Lieblingsfeindbild, ja. Ich kenne kein anderes, wo ich so... Dich so viel hasse ich. Wo ich so viel drüber läster. So, Stormcast ist mein persönliches Feindbild. Ja, das ist, hat sich, glaube ich, etabliert. Das ist doch schön. Dann ist die Stormbringer-Reihe genau das richtige Abo für dich. Ja, muss ich... Ich kann sie vernichten. So, kaufst du nur, um zu schreddern, ne? Ja, stimmt. Das wäre eigentlich für so einen neuen Namen, wäre das nochmal cool. Deathbringer, finde ich geil. Halt ich schwarz. Soul Reaver. Gott. Ich habe Angst, das geht hier, glaube ich, noch länger, Leute. Okay, wir machen besser Schluss. Ja. Geben ab ins Studio oder so. Ne? Ja, perfekt. Ja. Sagt mal von uns, was ihr davon haltet. Ob ihr da mitgeht und sagt, okay, Gimmick ist kacke, Regelnteil ist cool. Ja. Bei den anderen war es natürlich so, da war der Gimmick wirklich gut. Fast. Der Rest war auch okay. Ja. So. Also ich fand hier den Regelteil besser als den Regelteil, aber das war da passend halt zur Einheit. Das war genau, ein mega rundes Fokus Paket. Auf die Einheit. Genau, ja. Super gut. Das, naja. Aber der Regelteil.
Der Arm ist halt meins, wo ich sage, das ist cool, ja, weil wir wissen, wie schwer Bewegung genau es ist, also wie komplex das sein kann, ja, und das ist schon gut. Bin aber gespannt, was jetzt in 8, 9 und so noch an Regel und Detail kommt. Ja, das stimmt. Ja. Weil die Basics jetzt eigentlich bald durch sind. Ja, genau. Das ist so, also... Kampfschock wird da noch kommen wahrscheinlich und dann bin ich mal gespannt. Stimmt, ja. Also, aber Kampfschock halte ich ja nur, also ich persönlich für semi-interessant. Ja. Mittlerweile, weil die alle viel zu viel Mutwert haben. Ja. Also die Einheiten, das ist... Also da müssten das halt. Das ist immer noch ein Thema, ne? Ja, genau. Aber das ist ja so ein Instagram-Spielthema. Ja, dann. Aber schauen wir mal. In 8 und 9. 8 und 9. Wir sehen uns wieder. Genau. Dann bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ihr Lieben. Ciao.